Wie viele Twitter-Follower habe ich denn? Es sind über 9000! Over 9000! Sorry, ich wollte euch nicht erschrecken, aber ich warte schon ganz lange, um endlich diesen Witz machen zu können. Ja? Und zwar ist das eine Anspielung auf eine Szene aus einer Serie, ja? Und zwar ist diese kurze Szene zu einem Meme geworden. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Jetzt mach sofort das Video aus. Mach ich. Der Schnelltipp. Entspanne dich, wenn du dieses Video schaust. Ja? Mache dir nicht so viel Druck. Entspanne dich immer, wenn du Deutsch lernst. Denn nur so wirst du erfolgreich Deutsch lernen können. Und so macht es auch viel mehr Spaß. Was ist ein Meme? Ich lese vor aus Wikipedia. Ein Meme, Neutrum, also das Mem, Plural Meme, bezeichnet nach der Mem-Theorie einen einzelnen Bewusstseinsinhalt. Zum Beispiel einen Gedanken, der durch Kommunikation weitergegeben und damit vervielfältigt werden kann. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber ich werde es am Beispiel dieses Memes erklären. Ja? Am Beispiel des Memes, es sind über 9000. Und zwar gab es diese Serie, die hieß Dragon Ball. Vielleicht gibt es die immer noch. Ich habe sie in meiner Kindheit gesehen. Und in dieser Serie, das war eine Zeichentrickserie, in dieser Serie gab es eine kurze Szene, wo ein Charakter aus der Serie gesagt hat, es sind über 9000. Over 9000! Und er hat das auf eine sehr lustige Art und Weise gesagt. Und diese Szene wurde zur Meme. Ja, das heißt, laut Definition war es ein Bewusstseinsinhalt. Ja, also es war eine kurze Szene oder es war ein Satz. Ja, und der wurde ganz oft weitergegeben. Ja, also es wurde ein YouTube-Video hochgeladen, wo nur diese Szene zu sehen war. Und ganz viele Leute fanden das cool oder seltsam und deswegen haben sie diesen Satz in ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht. Einfach weil sie einen Witz machen wollten. Ja? Um einen Witz zu machen, haben sie in ganz vielen Foren, in ganz vielen Zusammenhängen geschrieben, es sind über 9000. Ja? Und das hat sich sehr weit verbreitet. Das ist so ungefähr, was ein Meme ist. Ich bin jetzt auch kein Experte für Meme, Plural, Meme haben wir gelernt. Ich bin kein Experte für Meme, aber das ist, was ich über Meme weiß und was ich über diesen Meme weiß. Ja, und die Serie war Dragon Ball Z, oder? Vielleicht nur Dragon Ball. Auf jeden Fall war die Szene selbst schon ein Witz. Der Typ hat den Stärke-Level von dem Protagonisten gemessen. Und das ist schon ein bisschen seltsam, ein Stärke-Level zu messen. Und es war sogar noch ein kultureller Witz. Also in Japan gibt es dieses Konzept der spirituellen Energie. Und das wird gemessen. Und das ist schon ein bisschen ein Witz, spirituelle Energie zu messen. Das ist
was ein Meme ist. Das war eine ganz kurze Erklärung, was ein Meme ist. Vielleicht wisst ihr das schon. Ansonsten möchte ich euch weiterleiten zu knowyoumeme.com. Dort werden ganz viele Meme erklärt. Ja, und eine zweite Botschaft, die ich euch heute auch noch geben wollte, ja, eine zweite Sache, die ich euch sagen wollte, ist, dass ich euch total dankbar bin, ja. Also meine Dankbarkeit ist praktisch weit über 9000! Denn echt, also 9000 Twitter-Follower, ja, 9000 Leute, die mich auf Twitter folgen und die meine Tweets retweeten bzw. weiter zwitschern. Und es ist nicht nur Twitter, ja, auch auf Facebook wächst die Facebook-Gruppe immer weiter und auch die Authentic German Learning Facebook-Seite bekommt immer mehr und mehr Likes und dafür bin ich euch total dankbar. Das ist wirklich die Sache, über die ich hauptsächlich mit euch sprechen möchte. Ja? Ich möchte dir mit diesem Video sagen, dass ich echt total dankbar bin dafür, dass du mitmachst, dafür, dass du Kommentare hinterlässt. Also was, meine Dankbarkeit ist über 9000 und ich hoffe, du hast etwas gelernt in diesem Video. Falls du noch nicht wusstest, was ein Meme ist, weißt du jetzt, was ein Meme ist. Und falls du es schon wusstest, dann konntest du hoffentlich diesem Video gut folgen. Und ja, wie immer, wir sehen uns morgen. Und dieser eine Satz ist fast schon selber ein Meme, weil manche Leute mir das in den Kommentaren schreiben. Viele Leute schreiben mir in den Kommentaren bis morgen, weil ich das immer so sage. Ja? Deswegen ist das vielleicht auch schon ein Meme. Okay? Also, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss!